So, willkommen heute zu einem weiteren Free-to-Play-Spiel. Es handelt sich hierbei um ein Minigame, das zu The Talos Principle erschienen ist, also beziehungsweise mit dem, glaube ich, auch sogar zusammen veröffentlicht wurde, Sigils of Elohim. Es handelt sich bei dem Spiel um ein Puzzle-Minigame, das ich bisher noch nicht gespielt habe und bin auf jeden Fall gespannt, wie kompliziert die Puzzle sind und wie leicht oder schwer es fällt, sich dort reinzugewöhnen. Und ja, ich werde einfach mal direkt reinstarten und mal schauen, wie es funktioniert. So, jetzt kann ich hoffentlich gleich die Musik ausschalten. So, das sollte dann leise genug sein und ein Tick heller, soweit. So, und jetzt einfach anscheinend das Brett voll machen. Ah ja, okay, ich kann die Teile drehen. Also mit der rechten Maustaste können die direkt gedreht werden. Und ja, einfach draufziehen und sozusagen fertig. Ich weiß nicht, ob es hier tatsächlich einen Zeitfaktor oder einen limitierenden Faktor gibt, aber mal schauen, wie da unten anscheinend die Level durchgegangen werden. Okay, das passt nicht. Ne, so wird das nichts. Also klar, es handelt sich hier natürlich noch um die ersten Level, also sozusagen gerade vom Einstieg her, deswegen sind die wahrscheinlich ohnehin etwas leichter als üblich. Okay, spiegeln werden kann ich das wahrscheinlich nicht. Es ist jetzt sozusagen einmal verkehrt rum. So. Nee, okay. Machen wir es so rum. So, also letztlich ist es sozusagen ein recht einfaches Tetris-Kombination. Mal gucken, ob es noch irgendwelche weiteren Elemente gibt. Nee. So. Anscheinend wird die Uhr immer dann angezeigt, wenn man sozusagen nur noch einen richtigen Block entfernt ist. Ich glaube nicht, dass das passt. So. Das wird auch noch nicht aufgehen, da. Okay, also es wird durchaus etwas komplizierter, aber man muss sich wahrscheinlich einfach nur entsprechend reindenken, um die richtigen Kombinationsmöglichkeiten zu machen. Naja, genau, so sind die dann automatisch selber verschwunden, also gehen dann wieder zurück an ihren Startplatz. Zumindest wenn man sie irgendwie auf der rechten Seite ablegt. Kann man da zwischen hin und her springen? Nee. So, das funktioniert natürlich nicht. Weil ich brauche ja dann. Ich habe ja da immer nur einzelne Kanten, mit denen ich dort arbeiten kann. Ja. Okay. So ganz will es noch nicht aufgehen. Ich weiß nicht, ob die
Farben was zu bedeuten haben, aber anscheinend ist es eher so, sozusagen die Beleuchtung, hier ist eine Lichtquelle, die sozusagen reflektiert wird. Also die kann ich jederzeit zusammen kombinieren. Okay, am besten einfach nochmal von vorne anfangen, um ja letztlich einen neuen Gedankenblick zu bekommen oder nochmal eine neue Perspektive, um nicht zu sehr schon in den Bewegungen sozusagen zu verharren, die man einfach dann schon mal ausprobiert hat. Weil letztlich geht es ja darum, dass ich hier einen Vierer unterbringen muss, sowohl einmal in der Länge als auch einmal quer, also einmal als Viererblock. So, das nützt mir dann auch wieder nichts. Mal gucken, ob das Spiel irgendwann mit irgendwelchen Unterstützungselementen letztlich da hervorkommt. Ja, jetzt haben wir es. So, genau, also sobald im Endeffekt nur noch ein... Ja, das sind die Codes, die man im Endeffekt mit dem Spiel freischalten kann und die man dann als Relikte dort aktivieren kann. Und das werde ich dann natürlich entsprechend ein bisschen ausblenden. Da, falls ich das Spiel dann doch irgendwann noch kaufe, dass ich dann auch die Codes noch aktiv habe. Also, schauen wir mal weiter. Okay, so letztlich wieder ähnliche, beziehungsweise es unterscheidet jetzt eigentlich, weil es war doch, glaube ich, fast genau die gleiche Situation wie vorhin. Okay, jetzt wird das Spielfeld wieder weiter vergrößert, wobei ich mich dann auch frage, ob das jetzt eigentlich komplizierter wird, wenn ich ein größeres Spielfeld habe, weil ich habe natürlich dann auch mehr Möglichkeiten, die einzelnen Teile irgendwo beliebig zu kombinieren. Und es könnte damit sogar eher einfacher werden, wobei es jetzt hier nicht unbedingt so einfach wird. Okay, also die lassen sich immer relativ leicht unterbringen. Und ja, da bräuchte ich jetzt wieder ein langes. Ist interessant, sozusagen in der Kombination ist es dann doch wieder... Okay, jetzt passt es aber. Jetzt... Oh, doch nicht. Okay, aber die müssten sich doch jetzt irgendwie so drehen lassen, genau, dass die zusammenpassen. Weil letztlich kann man hier wahrscheinlich dann einfach so Standardfiguren sozusagen zusammensetzen, sowas in der Form. Nur, dass natürlich die Teile sich eben nicht in so einem 3x4er-Block dann kombinieren lassen. Das heißt, es muss dann doch etwas... flexibler sozusagen untergebracht werden. Okay. Also die Schwierigkeiten sind meistens eher dann eben diese Eckgrößen, würde ich sagen, dass die in einer sinnvollen Form untergebracht werden können. Ja, wenn ich den Vierer jetzt durchschneiden könnte, wäre es auch schon gelöst. So. Naja, das hilft mir dann auch nicht weiter. Das heißt, die beiden sind entgegengesetzt, könnten sozusagen auf einem auf so einem Viererblock aufsetzen. Okay, dann mal gucken, ob ich die, wenn ich die jetzt sozusagen hier hinsetze. Naja gut, dann habe ich natürlich unten nichts, wo ich die Teile draufsetzen kann. Insofern hilft mir das da nicht wirklich weiter. Habe, naja, dann ist wieder der auseinandergezogen. Naja, ich habe Tetris früher auch schon immer gerne gespielt. Insoweit reizt das Spiel natürlich auch
eigentlich von der unterstellten Einfachheit als Minigame, dass es doch eigentlich möglich sein müsste, das relativ schnell durchzuspielen. Aber im Detail liegt dann doch wieder, dass es etwas komplizierter ist, als man es vielleicht am Anfang erwartet. So, weil letztlich geht es ja immer darum, dass ich hier irgendwo einen Viererblock überbehalte. Aber trotzdem diese Bausteine hier irgendwie unterbringen kann. In der Kombination sind die so natürlich schwierig zu machen. Weil sonst immer so Einzelblöcke, also zumindest in der Kombo, der würde immer ein guter Partner sein und der hier im Endeffekt mit dem auch. Jetzt wäre mal die Frage, was ich dann, wenn die entsprechend kombiniert sind. Ja genau, das war das dann, wo hier zwar die Vierer reinpasst, aber letztlich das so nicht zusammenkommt. Jetzt wäre die Frage, kann ich das so umdrehen, dass der Viererblock letztlich nach unten kommt? So wahrscheinlich nicht. Okay, das Fachbrett ist 6x4. Ob mir das irgendwie weiterhelfen kann? Irgendwie nicht so richtig. Nachher ist es wahrscheinlich dann auch möglich, dann die eigenen Rekorde sozusagen zu brechen. Ob das dann nochmal gesondert belohnt wird, kann ich auch nicht einschätzen. Weil letztlich ist das Ganze hier ja aktuell noch, ja, ich denke mal die erste Schwierigkeitsstufe oder das erste Spielniveau. Und es bildet letztlich, ja, sozusagen so die Mini-Rätsel aus dem Spiel wahrscheinlich, also die Rätsel, soweit ich das in einem Vorschauvideo dort gesehen habe, sind da durchaus komplexer und man bewegt sich auch in einer dreidimensionalen Umgebung. Ha, okay. Also der Ansatz, die beiden Blöcke da zusammen zu kombinieren, war schon ganz richtig, aber es war noch nicht passend zusammengedacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit man sich merken sollte, bestimmte Ansätze, dass sie dann sozusagen gut kombinierbar sind. Ja, das ist jetzt auch wieder, den Vierer bekomme ich so gerade nicht unter. Wenn ich jetzt drei von den Viererblöcken hätte, dann wäre das natürlich passend, aber so kann ich den natürlich nicht aufteilen. Ja, von der Einfachheit dann einfach ein paar Teile so direkt reinzusetzen. Weil letztlich brauche ich ja... Moment, war das denn vielleicht doch schon möglich? Ja, das ist, von der logischen Zuordnung ist es letztlich... die Schwierigkeit natürlich nachher diesen Vierer reinzubekommen, wenn die anderen normalen Blöcke dort reinkommen. Weil, ja, den vielleicht gleich schon mal am Rand unterbringen, dann wäre da nämlich schon mal eine gewisse Öffnung. Und jetzt geht es letztlich noch darum, ja, wie kriegt man sozusagen zwei Viererblöcke hin, ohne dass die anderen nicht verfügbar oder nicht anlegbar sind. Okay, wenn ich den nach unten nehme. Ja, okay, so geht es zusammen. So, jetzt haben wir nur einen so einen Viererblock. Kann ich jetzt einfach mal provokativ in die Mitte setzen und gucken, ob ich den Rest da drum herum gebaut bekomme. Weil normal sollte es eigentlich mit den Figuren ziemlich leicht möglich sein, einfach so ein Brett zu füllen. Schauen wir mal, wo hier letztlich dann der Knackpunkt liegt. Nee, passt. Kann die einfach so ringsrum anordnen. Deswegen, so meine Vermutung ist, je größer die Bretter werden, desto tendenziell einfacher wird es, weil ich natürlich schneller und viel mehr Variationsmöglichkeiten habe, um die einfach irgendwie dort zusammenzusetzen. Okay, jetzt sind die genau spiegelverkehrt. Ich kann sie nur drehen, ich kann sie aber nicht verändern.
hilft mir das weiter? So wahrscheinlich nicht. Okay. So leicht geht es auch nicht auf. Mal gucken, dann kann ich ja hier restart. Ja, dann wird das Ganze wieder aufgelöst. Das ist schon mal praktisch, als wenn ich die alle versuche selber rüberzuziehen. Und schneller einfach das Brett nochmal von vorne zu füllen. Während es dann wahrscheinlich tendenziell eher sozusagen von zufälligen Gegebenheiten, dass man dann, also während ich die einzelnen rüberziehe, dann eher merke, ja, das geht auf, das passt und dann kann ich die anderen leicht unterbringen. Okay, hier ist jetzt genau wieder so ein Viererblock. Also wenn der nicht längs wäre, sondern senkrecht, würde es schon besser. Ah, okay, passt doch. So, dann jetzt wieder mit dem Balken anfangen. Und die sozusagen, also vor allen Dingen diese 2-2 Teile, die sind aus meiner Sicht immer am schwierigsten, weil die natürlich schlecht kompatibel sind, die einfach nachher irgendwo in eine Lico einzusetzen. Und ja, mal schauen. Ja, das ist natürlich für einen Vierer lang, ist da kein Platz mehr. Das wird dann noch ein bisschen anders zu lösen sein. Das heißt, an der Stelle sind dann die langen tatsächlich die schwierigeren Objekte. Okay, da können auch so ein Dreier rein. Und das müsste sich doch jetzt eigentlich irgendwie sinnvoll auflösen lassen. Ja, passt. Okay, das Brett wird größer und größer. Okay, da brauche ich die beiden. Mal gucken, ob ich es gespiegelt sozusagen hinbekomme. Weil hier könnte jetzt noch ein Dreier hin und da kann auch ein Dreier hin. Aber da passen die Teile da nicht rein. Okay, der passt da nicht rein. Der würde reinpassen. Aber dann gehen die Teile wieder nicht auf. Okay, das bleibt wieder bei den L-Geschichten. Okay, neuer Ansatz. Das heißt, lieber zuerst die eckigen übrig lassen und letztlich die Form unterzubringen. Bis jetzt ist es zugegeben noch recht strategielos, einfach die Teile zusammenzusetzen und zu gucken, ob es am Ende aufgeht oder nicht. Mal überlegen, wie letztlich diese Kombinationen tatsächlich strategisch eingesetzt werden können. Allerdings sind meine Tetris-Tage schon wieder so lange her, dass da nicht mehr allzu viel hängen geblieben ist, welche Teile sozusagen glatte Blöcke ergeben. Vor allem, wenn man dann irgendwelche Zeilen voll gemacht hat. So, dann den wieder rein. So, da ist jetzt auch wieder ein Dreier. So, da wäre, ja, da bin ich auch wieder bei einem L, was mir an der Stelle nicht viel weiterhilft, weil ich da einfach immer nur die Ls hin und her schiebe. Okay, also von diesen Dingern habe ich 4 und von denen habe ich jeweils 2 und hier 2 gegensätzliche L-Stücke. Jetzt wäre sozusagen die Frage, ob ich die, wenn die ja ohnehin gegensätzlich sind, dass ich die direkt sozusagen basierend für die Viererblöcke aufnehme. Aber ja, da sehe ich schon, da komme ich mit der Synchronisation nicht hin, weil die könnten dann genauso gut da oder da rein.
dann wäre es eher zu probieren, die hinzulegen. Jetzt müssten sich natürlich die irgendwie so kombinieren lassen. Ja, jetzt geht's auf. Okay, damit ist jetzt wieder ein weiteres Relikt freigeschaltet. Dann mal weiterschauen, was sozusagen die nächsten Blöcke bringen. Wobei, da hatte ich ja jetzt auch gerade wahrscheinlich die Strategie, diese Teile so einzusetzen, dass hier auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall einer von den Vierern untergebracht werden kann. Das wäre dann in der Form. Dann hätte ich wieder hier rechts und links. Also das war das, was ich eben als Muster letztlich angefangen habe. Jetzt ist dann nur noch die Sache, dass hier natürlich ja, die zweite Aufteilung anders ist. Vorhin hatte ich die oben aufgelegt, aber da hatte ich auch mehr Platz an der Stelle. Und deswegen symmetrisch ganz aufgehen kann es symmetrisch dann nicht. Das ist sozusagen dann wieder der Bruch, damit das Ganze irgendwie zusammengesetzt werden kann. Nee, also so komme ich da nicht ran. Letztlich ist hier jetzt das Problem, auf welche Seite kommt der Vierer und auf die anderen Seiten. So, mal gucken, ob das aufgeht. So lässt es sich jedenfalls jetzt nicht lösen. Nee. Da kann ich diese schrägen Teile einfach nicht zusammensetzen. Deswegen, beim Tetris war immer so ein L, da konnte man diese Blöcke am sinnvollsten drauf stapeln, damit man dann möglichst noch ja, sozusagen eine Reihe auf einer Seite freilässt, wo man dann das lange Stück irgendwie einfügen konnte, damit man dann so eine komplette Vierer, also vier Reihen auf einmal letztlich auflösen kann. Je nach Tetris-Variante waren das ja dann mit entsprechenden Boni versehene Aktionen. Ja, einer passt da nicht hin, das nützt mir nichts. Und der müsste eigentlich dann... Hey, das geht doch fast auf. Okay, wie kann ich das jetzt so anpassen, dass es dann doch aufgeht? Weil ich kann den ja leider nicht spiegeln. Schon lustig. Nur ganz knapp daneben, aber ich sehe jetzt nicht, wie ich den leicht anpassen kann, damit ich dann doch den anderen unterbringe. Okay, machen wir wieder Reset. So, also von den Teilen anzufangen. Vielleicht kann ich die ja einfach irgendwie da drumherum legen. Okay, das würde nicht aufgehen. Da kann ich den langen nicht mehr unterbringen. Wenn ich zwei von denen hintereinander setze, hätte ich auf jeden Fall immer die Schwierigkeit, dort noch was unterzubekommen. Nee, da kriegte ich den Vierer auch nicht unter. Hier kann ich den Vierer... Ja, jetzt bräuchte ich zwei lange. Dann würde es aufgehen. Kann ich mir schon mal merken. Wahrscheinlich kommt danach gleich so ein Muster, wo ich das in der Form dann brauche. Ja, jetzt haben wir wieder das gleiche Phänomen wie vorhin. Das... letztlich nur ein so ein Teil falsch gestellt ist und ich noch keine Idee habe, wie ich das genau auflöse. Weil letztlich, ja, da müsste ich wieder einen abschneiden können und den da hinten hinkleben können. Und hier bleibt es auch wieder in der Form. So, jetzt den einmal durchschneiden und dann kann ich ihn rechts und links da reinsetzen. Na.
Na, lässt sich daraus jetzt die Lösung machen? Nee. Wieder genau das gleiche Phänomen, dass der genau verkehrt rum dort reinpasst. Ist ja echt tricky. Also der Trick ist im Endeffekt, wie kriege ich diese vier Z-Teile so angegliedert, dass die... Hey! Geht das jetzt auf? Nee. Also zumindest wüsste ich nicht, wie das jetzt aufgehen soll. Aber es war zumindest schon mal ein interessanter Ansatz. Ich habe im Endeffekt immer wieder das Problem mit den Z-Elementen, dass die sich hier nicht sehr sinnvoll anordnen lassen. So, jetzt hätte ich die aufgeteilt. Ja, jetzt brauche ich wieder ein langes Teil. Nee, Quatsch, geht auf. Zack. Okay. So, jetzt haben wir mehrere Ecken. Mal gucken, ob ich das jetzt einfach... Okay, die sind identisch, das heißt... Mal gucken, ob ich die synchron aufbauen kann. Ja, aber dazu sind sie wieder zu unterschiedlich. Aber mal schauen. Die geraden Sachen sollten eigentlich leichter unterzubringen sein. Ja, weil solche Teile lassen sich dann ziemlich leicht kombinieren. Okay. So. Ja, das war leicht. Naja, manchmal ist vielleicht auch einfach nur das Phänomen, dass man dicht vor der Lösung ist und dann, so wie jetzt, letztlich scheinbar der Lösung nahe ist und dann feststellt, naja, ganz aufgehen tut es doch nicht. Aber kurz gedreht und schon passt es wieder. Mal gucken, was hier jetzt eigentlich die ganze Zeit variiert wird. Weil eben hat man natürlich noch mehr L-Teile. Und passt. So. Gibt es jetzt auch wieder eine ganze Reihe von... Aber ja, das ist leicht zusammenzusetzen. Na, komm. Oh, jetzt sind wir ziemlich in die Höhe. Aber mal gucken, ob sich das sozusagen schwierig füllen lässt, weil so von den Kombinationen her sollte es eigentlich ziemlich einfach sein. Mal schauen. So. Jetzt geht es im Endeffekt darum, das Ganze irgendwie zu glätten. Okay, dann machen wir das mal da drüben hin. Okay, genau verkehrt rum. Okay, nochmal der Versuch. Ja, so passt es zusammen. Na, komm. Okay, so, dann wieder zu gleich versuchen, die Z-Teile da irgendwie aufzustapeln und zu gucken, dass ich das zusammenbekomme. So, das sollte jetzt schon relativ einfach gehen. Noch nicht ganz. Sind wahrscheinlich hier noch zu viele Kanten. Ist wahrscheinlich einfacher, den dort noch reinzulegen. Ja, nee, es passt noch nicht. Andere Seite. Okay, mit den langen kriege ich da Probleme. Die müssen da schon vorher irgendwie untergebracht werden. So, ich habe zwei für... Also ein so rum und zwei entgegengesetzt. Mal schauen, dass ich die hier dann direkt schon unterbringe. Dann sind die nämlich schon weg. Und ja, jetzt ist genau das wieder verkehrt rum. Wo ich die nicht unterbringen kann. Das heißt, da muss ich die sozusagen flacher anordnen. Also wenn ich die dort reinsetze,
Von denen habe ich eh zwei. Und den kann ich auch den einen dort reinsetzen und einen in die Mitte setzen. So wird es wahrscheinlich. Nee, so geht es an der Stelle nicht auf. Das passt nicht. Ja, das waren die klassischen Türmchenbau-Probleme. Dass man dann den Bohrstein an der richtigen Stelle unterbringt. So, wenn ich den jetzt bloß hin und her schiebe, komme ich natürlich auch wieder nicht dahin, wo ich hin will. Ja, jetzt fehlen mir die Z-Teile, die vorhin so umständlich unterzubringen waren. Also die Schwierigkeit ist, ich habe zwei von den Teilen und ich habe keine L-Teile, die hier so einen Block ergänzen könnten. So, dann kann ich da einen Dreier reinsetzen. Und letztlich geht es... Ah ne, den kann ich direkt da drauf setzen. So, dann mit dem Dreier das abpuffern. So, mal schauen, wie es jetzt aufgeht. Im Moment noch gar nicht. Genau, einfach mal erstmal die geraden Teile reinsetzen und mal gucken, ob man mit dem Rest das irgendwie gebacken bekommt, aber es sieht nicht so aus. So, also die Schwierigkeit ist wieder, die Z-Teile so unterzubringen, dass ich rechts und links letztlich hier normale Anschlüsse finde. Also was ist der geschickteste Ansatz? Welche Teile sind, also aus meiner Sicht sind die Teile generell recht einfach unterzubringen, weil da kann man einiges verschieben. Die Verzahnungen mit den Blöcken sind natürlich entsprechend schwieriger. Vielleicht sollte man die mal so weit wie so möglich auseinander unterbringen. So, dann da noch so ein Teil rein. Da kann ich halt eigentlich noch einen Vierer reinlegen. So, jetzt wäre die Frage, kriege ich das alles so weit aufgefüllt? Nee, also so eine Ecke kriege ich mit den Teilen so nicht gefüllt. Die Ecken nicht. Weil im Endeffekt kann ich mit denen keine Treppchen mehr bauen. Also jedenfalls nicht solche umständlichen Treppchen. Ja, jetzt fehlt mir wieder ein langer. Ja, an manchen Stellen ist es dann doch nicht so offensichtlich, wie die Sachen zusammenpassen und sozusagen der zufällige die zufällig hier einfach irgendwie drauf zu streuen, reicht an der Stelle dann leider nicht aus, um zumindest den richtigen Ansatz wirklich zu finden. So, jetzt fehlt mir wieder ein Viererblock. So könnten die auf jeden Fall auch schon mal möglichst flach eingebunden werden. Und jetzt ist halt die Schwierigkeit, dass ich hier zu viele Ansätze habe, die sich nicht so ohne weiteres sozusagen begradigen lassen. So, da komme ich letztlich wieder auf das gleiche Problem, dass ich eben hier nicht so ein Stück reinsetzen kann, jedenfalls nicht mit den Teilen, die ich da noch über habe. Okay, das ist jetzt die richtige Kombination. Jetzt habe ich einen Messenger bekommen. Ich weiß gar nicht, was man mit den Relikten dann letztlich macht. Welche Funktion die letztlich in dem Hauptspiel von Talos Principle haben. Also ich habe einen schrägen. Und die anderen sollten eigentlich ziemlich gut. So, jetzt sollte ich eigentlich hier
recht gut in der Lage sein, einfach diese rechtwinkligen Sachen da drauf zu packen. Mal schauen. Ja, passt. Ah, jetzt haben wir wieder dreimal die gleichen Z-Teile, die jetzt hier irgendwie, naja, wahrscheinlich lieber flach drauf bauen. Und dann mal schauen, dass die, okay, da fehlt jetzt ein L, also ein langes, also das L passt da halt nicht rein. So. Was könnte ich jetzt umformen, wo das dann aufgeht? Also das Problem war jetzt, dass die Eckkombos so nicht aufgegangen sind, sondern dass die letztlich hier noch eine andere Zuordnung brauchen. Und ich kann ja auch sehen, dass im Endeffekt immer, wenn 4 sozusagen an einer Stelle abgeblockt sind. Okay, aber ich habe kein Teil, das da reinpassen würde. Das geht und das war's. Ah, jetzt wird es wieder kleiner. Mal gucken, ob es deswegen auch einfacher wird. Wahrscheinlich eher nicht. Also, naja doch. Ja klar, das ist natürlich logische Kombo, weil die Teile hier kann ich locker als 8er unterbringen. Deswegen ist es eben leicht, wenn man die Z-Teile und die Ecken irgendwie vernünftig schafft, zusammenzubekommen. Dann lassen sich die anderen in der Regel recht einfach dort unterbringen. So habe ich jetzt da die richtigen. Ja doch, ich habe solche auch. So, dann muss ich sie jetzt eigentlich nur noch zusammensetzen. Was auch wieder nicht ganz so einfach ist, wie es den ersten Blick aussieht. Ja, da fehlen jetzt sozusagen die richtigen Ls. Das sind jetzt jeweils die verkehrt herum. So, der passt an der Stelle. Okay, das geht noch nicht ganz auf. Sollte aber nicht so schwierig sein. Weil die sich normalerweise auch recht gut einfügen lassen. Aber glaube ich nochmal ein Einstieg. Das heißt, von den Dreiern und den Z-Bausteinen letztlich irgendwo die Kombination zusammenbekommen, dass die möglichst wenig Störung anrichten. Ja. So. Und jetzt geht es letztlich darum, hier das Ganze so zusammenzusetzen, dass ich, ja, jetzt fehlen da natürlich genau die passenden L-Stücke, die dann schon verbraucht sind. So, das hat man jetzt gerade, aus denen lässt sich ja in aller Regel so eine Kombination zimmern, aber okay, die sind entgegengesetzt. Ja, wie stelle ich das jetzt an? Ne, aber ich habe zweimal die gleichen. Das heißt, die lassen sich. Na komm her. Das heißt, die lassen sich genau in solche. Hey. Die lassen sich genau in solche Kombinationen unterbringen. Die wollen nicht liegen bleiben. Jetzt habe ich wieder dieses Doppelklick-Problem. So. Ah ja. Hier ist es praktischer letztlich, dass ja, hier es einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt, außer dass das Ding jetzt genau wieder verkehrt rum liegt. Ja, hier gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten, das heißt, allein die mal grob durchzuprobieren dürfte nur wenig Zeit in Anspruch nehmen. Das einzige Problem ist natürlich, wie ordnet man den letzten dazu, wenn man kein Vierer hat, sondern ein Z-Element. Ich bin ja mal gespannt, ob außer den klassischen Tetris-Teilen vielleicht später noch eine andere, größere Form oder andere kompliziertere Strukturen da verwendet werden können.
Ah ja, jetzt ist wieder so dieses Türmchen bauen, so ähnlich wie wir es vorhin schon mal hatten. Okay, jetzt sind die genau verkehrt rum. Das heißt, ich baue die so rum ein. So, jetzt ist letzten Endes einfach die Frage, wie ich die... Ja, passt schon. 30 Sekunden. So, ein rechts, ein links. Und mal gucken. Ja, geht auf. Okay, jetzt haben wir hier wieder drei von den gleichen Z-Elementen, aber jeweils mit einem passenden L dazu. So, jetzt habe ich eigentlich eine ziemlich glatte Ausgangsposition. Wenn sich die einzelnen L-Teile jetzt da unterbringen lassen, was sie aber nicht tun. Wenn die L-Teile jetzt genau entgegengesetzt wären, wäre das schon, hätte das schon gepasst. Mal gucken, ob sich das sozusagen nach oben dann zusammensetzen lässt. Nee, da fehlt auch genau dieses eine Element letztlich. Also soweit geht es, aber dann fehlt eben der letzte Block. Ja, die Frage, inwieweit sich die Teile so weit umdrehen lassen, dass sie tatsächlich, ja, wenn, dann wäre jetzt hier ja schon die Uhr angegangen, wenn das, ja, so passt es. So einfach ist das. Okay, jetzt habe ich einen Secret-Relikt gewonnen. Mal schauen, wie es weitergeht. Okay, das sind alles schon... Okay, einmal immer diese Farbreihen letztlich durch. Das waren ja die Farbkombos von Blau-Grün. Das andere war dann so ein Orange-Gelb-Ton und das Rote jetzt. Und insgesamt war das jetzt eine knappe Stunde. Das heißt, dass die anderen letztlich dann das Gleiche waren. Letztlich für 8 dieser Rätselblöcke bekommt man eine dieser Belohnungen. Und das heißt letztlich, keine Ahnung, ob ich es jetzt tatsächlich schaffen würde innerhalb von 2 weiteren Stunden sozusagen die restlichen Rätsel durchzugehen. Mal gucken, ob sich jetzt in der Struktur irgendwas ändert und ob die tatsächlich eine Schwierigkeit zunehmen. Also ich bin jetzt zwar schon knapp über eine Stunde, aber ich werde jetzt euch nochmal in die nächsten reinnehmen, weil ich werde das alles ein bisschen... wie ihr sicherlich schon dann gesehen habt, einfach zusammenschneiden, weil während ich das ein bisschen ausprobiere, brauche ich euch das ja nicht so sehr zu zeigen. Und ja, schauen wir uns gleich mal das nächste an. Sieht erstmal ziemlich einfach aus und dann, ja, 2 solche Blöcke hier unter, ja klar. Da ist im Endeffekt auch einfach bloß dran denken, was sozusagen die einfachsten Basislösungen sind, wenn man die Blöcke letztlich einfach hier reinstellt. So, das ist nämlich dann auch wieder dieses Thema des Spiegelverkehrt. Okay, an der Stelle nicht. Weil es kein Platz ist, das Teil genau gespiegelt reinzubekommen. Okay, jetzt passt es. Der Ansatz, das eine Ding einfach daneben. Okay, das ist jetzt ziemlich einfach, weil das sind sozusagen die klassischen Tetris-Optionen gewesen, wo man einfach 2 L-Blöcke direkt zu einem sauberen Block kombiniert. So, das lässt sich jetzt natürlich so nicht kombinieren. Aber so schon. Okay, das ist wieder sozusagen der Klassiker. Einmal zwischen die L-Blöcke den 4er Block. Okay, das ist wieder so dieses Überkreuzgehen.
Okay, hier ist jetzt die interessante Variante natürlich, dass da noch dieses das Element untergebracht werden muss. Ja, der ist jetzt genau noch verkehrt rum. Mal gucken, ob ich das einfach so irgendwie rumdrehen kann. Ja. Okay. Jetzt auch wieder darum, im Endeffekt den langen Balken für eine Seite fertig zu machen. Okay, wieder ein QR-Code. Okay, die sind beide genau entgegengesetzt. Und meine Maus bringt mich echt zur Verzweiflung. Es ist total nervig, wenn die diese, ja, aus irgendeinem Grund mit diesem Doppelklick nicht zurechtkommt, beziehungsweise Doppelklicks auslöst. Okay, das war jetzt noch nicht so. Hier ist wieder die Schwierigkeit, dass ich jetzt natürlich mehrere von diesen L-Blöcken habe, die sich nicht so ohne weiteres kombinieren lassen. Ja, da komme ich dann auch wieder nicht rein. Okay, es ist immer noch genau einmal gedreht. Also dann vielleicht, wenn das L letztlich am Ende am schwersten ist unterzubringen, lieber gleich mit dem L anfangen. Ja, die werden genau verkehrt rum. Deswegen ich ja das L vorhin auch nicht untergebracht habe. Deswegen ist es logisch, dass das so nicht zusammengeht. Dann vielleicht das L wieder als Kompagnon an der Stelle. Damit hätte ich zumindest schon mal zwei von denen untergebracht. Ja, jetzt passt es. So, das ist natürlich wieder einfach. Oh, na, das ist ja nett. Also, wie teile ich die Teile jetzt auf, damit sie letztlich hier keine Schwierigkeiten machen? Weil das ist nämlich genau der Punkt. Wenn ich hier nur Vierer habe, kann ich nicht mit einer Ecke umgehen. Das bedeutet, ich muss den, ja genau, ich muss die im Endeffekt dort drin drunter legen. So geht es aber nicht auf. Wenn ich den reinlege, geht es aber auch nicht auf, weil das sind zweimal die gleichen. Also komm, wie fange ich mit dir den Block an, damit da am Ende nichts überbleibt? Weil die beiden, die sind zwei unterschiedliche, also müsste es doch eigentlich aufgehen. Ah ja, okay, so kann ich den Rest dann zuordnen. Das heißt, es ist einfach nur... Nee, ist auch nicht einfach nur... Okay, ganz so einfach ist es nicht, weil dazu bräuchte ich einen zweiten Vierer. Das heißt, sie müssen anscheinend tatsächlich alle an unterschiedlichen Stellen untergebracht werden. Okay, hier habe ich Vierer-Vierer-Blöcke, dann geht es jetzt auf. Okay, also es muss nur letztlich von der Anordnung so sein. Nee, geht auch wieder nicht auf, weil das ist in der Größe ist es 5. Okay, aber wie klappt das dann? Also wenn ich die Teile alleine habe, ist es kein Problem. Und dann muss ich aber letztlich... Manche sehen dann doch so einfach aus, aber an einer kleinen Stelle hakt es dann doch wieder. Wäre ja auch ein bisschen... Okay, jetzt passt es. So, da haben wir wieder einen von diesen netten Kompagnons.
So, jetzt sollte das eigentlich schon relativ leicht aufzulösen sein. Ja, das ist auch. Okay, nur einen von diesen Blöcken. Das heißt, das lässt sich eigentlich gut als Block abschließen. So, und da sollte es jetzt überhaupt keine Probleme geben. Okay, fast keine Probleme geben. Okay, wie war das gerade vorhin? Da war ja auch letztlich jetzt der Block, dass ich mit, aber da waren die beiden Blöcke sind hier auch wieder entgegengesetzt. Das heißt, es geht letztlich nur darum, die Blöcke korrekt miteinander zu kombinieren. Wobei ich den natürlich auch dann hochsetzen kann. Okay, das nützt mir an der Stelle jetzt nicht so viel. Überlegen, wenn ich die 1, 2, 3, 4 haben sie in der Ausdehnung und in der Ausdehnung haben sie 3. Ob das was ändert, wenn die sozusagen in die andere Richtung ausgelegt werden, dann hätte ich da. Könnte ich da unten aber genauso gut noch einen Vierer unterbringen, aber das würde so auch nicht aufgehen. Dafür könnte ich, wie war das jetzt nochmal? So war das. So, hier habe ich jetzt zweimal die gleichen Blöcke. Ja, okay, das ist einfach. Deswegen, also wenn man dann die immer in verschiedenen Rechteckgrößen anordnen kann, dann lässt sich so ein Level natürlich relativ schnell lösen. Solange man dort wieder glatt rauskommt. So, jetzt ist es hier eigentlich auch schon ähnlich. Okay, aber nur ähnlich, noch nicht identisch. Okay, eine Kleinigkeit passt hier jetzt noch nicht zusammen. Okay. So, da hätte ich jetzt wieder hier eine Verwendung. Aber so, ich muss ja mindestens zwei Teile umsetzen, damit es tatsächlich zu einer anderen Kombination kommt. Also zurücksetzen. So, ich könnte einmal den nehmen und rechts und links einen ansetzen. Dann könnte ich hier einfach so eine Reihe anfangen. Und letztlich sollte das doch aufgehen. Okay, das ist jetzt wieder ein Epitaph-Relikt. Okay, da fange ich wieder mit den Elementen an. Und ich habe jetzt jeweils 2, 2. Das heißt, 2 kann ich rechts anbringen, 1 kann ich links anbringen. Und dann passt das da zwar nicht direkt drauf, aber ich kann die Blöcke so abschließen. Jetzt habe ich nur die Schwierigkeit, dass ich das L, dass es mit dem L nicht aufgeht. Es ist immer wieder erstaunlich, dass letztlich nur ein Teil anders sein müsste und dann wäre schon längst aufgelöst. Ich weiß gar nicht, ob wirklich der Schwierigkeitsgrad oder ob einfach nur der Wechsel von den vorhergehenden Figuren letztlich, wo man dann in irgendeinem anderen Denkschema ist, weil man andere Kombinationen normalerweise benutzt. Bis man sich dann hier umgestellt hat und sagt, okay, hier muss ich jetzt wieder auf die Zuordnung achten. Aber das Problem ist, ich muss natürlich diese ganzen Z-Stücke so unterbringen, dass sie am Ende letztlich keine Treppen mehr haben, wenn ich die hier schon verbraucht haben sollte. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel abschließen, genau so, dass eben hier jetzt alles glatt rausgeht.
Was mir allerdings auch noch nicht helfen würde, weil ich dazu eben dann zwei von den Viererblöcken brauchte, neben den beiden Komplettstücken dort. Deswegen werde ich schon davon ausgehen, dass letztlich diese ganzen Z-Stücke irgendwie gemeinsam ein Ergebnis haben sollten. Aber eben nicht dieses. Hey, jetzt passt es. 10 Minuten, immerhin. Wahnsinn. Okay, jetzt mal gucken. Ist wieder kleiner geworden. Ob es jetzt auch wieder schneller eine passende Lösung gibt. Ja. Ja, manchmal ist, wenn man den ersten Ansatz sozusagen schon richtig hat und die Dinger irgendwie so passend verteilt hat, dass das aufgehen sollte. Was ist denn das hier? Ich habe so einen Block. Ich habe da nichts, womit ich eine Zweierkante sonst ausbügeln kann. Also so kann das nicht aufgehen. Also hier ist tatsächlich dann der Knackpunkt der Viererblock, der letztlich ja im Endeffekt kaum genutzt werden kann. Weil ich kann hier eigentlich nirgendwo solche Blöcke anlegen. Sobald ich das mache, geht das ganze Ding nicht mehr auf. Das ist spannend. Also der Viererblock hier ist echt ein Knackpunkt, weil ich hier zwar die Rückseiten habe, aber egal wo ich die jetzt unterbringe, kann ich dann nachher hier auch nichts wirklich drunter setzen. Weil die in der Form ziemlich feste Vorgaben haben, wie die überhaupt ineinander greifen können. Also da habe ich jetzt aktuell noch gar keine Idee, wie das wirklich aufgehen soll. Ich habe kein L, nix, womit ich hier drum rumkomme. Und sozusagen rechts und links anzuschließen bringt ja nichts, weil dann kann ich hier nicht rumkommen. Den an der Stelle anzuschließen. Aber viel bringt tut es auch nichts. Okay, könnt jetzt mal versuchen, den da eins hochzusetzen. Aber dann habe ich ja immer das Problem, dass ich hier einen Zweier an der Seite habe. Also der muss auf jeden Fall. Also in die Ecke kann der auf keinen Fall. Egal was ich an der Ecke mache, hätte ich immer die Schwierigkeit, dass ich da nicht daneben komme. Ja, das geht auf. Interessant. Haben wir jetzt hier sowas ähnliches nochmal. Das heißt, die Teile waren jetzt irgendwie an den Rand zu setzen. Und irgendwo hier in der Mitte tut sich dann sozusagen so ein Block auf, den ich dann noch umspannen kann. Okay, so wird es auf jeden Fall nichts. Das sind dreimal die gleichen. Das ist natürlich auch nicht optimal. Weil es hier wahrscheinlich ein. Achso, wenn es dreimal die gleichen sind, nützt mir das natürlich nichts. Aber ich kann trotzdem versuchen, da eine Kombination draus zu machen. Tja, jetzt fehlt mir da der lange. Aber so geht's auch. Okay, das sieht wieder ziemlich gut gewichtet aus. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich relativ leicht einfach zusammenzusetzen sein. Vorausgesetzt natürlich die L-Teile sind ausreichend vorhanden. Dafür müsste jetzt wieder ein langer dorthin. Und hier kann ich ja
ihr müsst es doch auch bei unterschiedlichen, oder gerade bei unterschiedlichen, müsste es doch jetzt möglich sein, den hier dazwischen zu bekommen. Wie war denn das vorhin? So, das sind wieder zweimal die gleichen, die konnten zwar da abdecken, aber dann ist da wieder verkehrt drin. Da brauchte ich den. So. Tja, alles ein bisschen hin und her schieben und schon passen die Teile zusammen. So, mal gucken, hier ist wieder Trick 19, die ganzen Z-Elemente unterzubringen. Und zwar so unterzubringen, dass sie möglichst wenig Front machen. Ja, jetzt habe ich hier natürlich wieder, das hatte ich doch vorhin auch schon wieder, so ein, dieses im Endeffekt ein Viererblock, in dem ich aber ein Rechtquadrat und ein Viererlinie unterbringen muss. Ja, klar. So. Wie war das gerade? Ich hatte hier vorhin die Reihen ringsrum gesetzt. Dann hatte sich irgendwo sozusagen der Viererblock ergeben. Also ich hatte damit angefangen. Und dann die Linien hochzubringen. Genau. Also irgendwie scheinen sie sich doch recht stark zu ähneln. Und logischerweise sind die Lösungsmuster dann auch recht identisch. Was ja bei der beschränkten Anzahl von Teilen auch keine sehr große Überraschung ist, aber mal schauen, wie schnell sich dann die nächsten Teile lösen lassen. Es ist immer wieder spannend, wie schnell man doch mit so einem Try and Error-Ansatz irgendwie doch ein bisschen vorwärts kommt. Okay, jetzt bräuchte ich wieder einen zweiten Block. Moment mal, die Blocks haben sich doch ganz gut immer mit den Teilen kombinieren lassen. Ja, drehe ich mich im Kreis, habe ich gerade, glaube ich, gerade erst so umgeändert, dass es genau dort reingepasst hat. Weil jetzt ist die Schwierigkeit, wenn das Spielbrett halt voll ist, tatsächlich dann wirklich einen größeren Sprung zu machen, um was Neues auszuprobieren. Ja, das passt. So, das ist jetzt wieder ein Messenger-Relikt. Und das darf jetzt schon die letzte Gruppe für die zweite sein. Okay, erstmal so rum. So rum klappt es nicht, aber so rum passt es. So, mal gucken, ob dann da jetzt auch wieder am besten einzelnen Teile sozusagen am Ende dazu kommen. Lässt sich drehen und wenden, wie ich will, aber ich bekomme das zweite Z dann nicht unter. Also nochmal die beiden Zs rein und den letzten. So, jetzt habe ich die Dreiecke am Hals. Letztlich mit den Dingern auch nicht kompatibel sind. Ja, so geht's. So, jetzt habe ich hier wieder ganz viele von diesen Z-Teilen. Ab einer gewissen Anzahl wird es dann wahrscheinlich aber auch wieder zu einfach. Jetzt fehlt mir da wieder genau das Z, was irgendwie anders anzuordnen ist. Okay, ein langes Teil gibt es nicht, das heißt, aufstellen kann ich die Dreier auf keinen Fall. Das heißt, die Dreier müssen tendenziell immer am Rand liegen mit ihren ihrer langen Seite. Okay, das ist noch keine Lösung. Da werde ich noch irgendein
anderen Stapelmechanismus brauchen, um die ganzen Teile hier zusammenzubringen. Und letztlich ist hier nämlich die Frage, ja, nee. Oder doch, es passt. Okay. Oh ja, jetzt war es wieder einfach. Okay, hier haben wir jetzt wieder so ein schönes Viererkasten. Also wieder eins von den Quadraten, die hier irgendwie unterzubringen sind. Was jetzt im Moment noch gar nicht so schlecht aussieht. Okay. Das ist jetzt das, was noch nicht funktioniert. Und dafür brauche ich jetzt in irgendeiner Form ein passenderes Element. Und es in der Lage ist, die Vierer entgegenzunehmen. Okay, also der Konflikt zwischen den Quadraten und den Z-Elementen ist mal wieder das, was wahrscheinlich hier jetzt die spannende Lösung wird. Das heißt, auf der einen Seite die Quadrate sinnvoll unterzubringen und auf der anderen Seite einfach die zusammenzusetzen. Das war's schon. Hier sind jetzt auch wieder einfach nur die Z-Elemente zu kombinieren. Das passt schon mal so nicht zusammen. Ja. Okay, ein Haufen 3, also diese Dreier-Kombos, wo ich eigentlich jetzt einfach mal drum rumlaufen kann und schauen kann, dass ich die voll bekomme. Also die L-Elemente sind zwar zum einen für die Übergänge wichtig, aber anscheinend auch noch für den Block dort oben. Weil dann wahrscheinlich lieber wieder ein Übergang mittendrin, damit sich hier nicht so ein größerer Schock entwickelt. Wo ich dann nämlich keine Stufen habe zum Übergang. Aber hier bekomme ich jetzt auch wieder die Teile so nicht unter. Ja, weil letztlich habe ich nur die beiden L-Teile, um längere Strecken zu überwinden. Alle anderen haben ja nur einfache Stufen. Entsprechend geht es auch darum, hier keine größeren Stellen entstehen zu lassen. Jetzt müsste ich einfach nur die vollpacken und dann müsste das irgendwie aufgehen. Nicht ganz. So, wenn das jetzt schon so fast zusammenpasst, muss ich ja wahrscheinlich nur irgendeins von den Elementen einmal drehen, damit es auf der anderen Seite eine solche Zuordnung bekommt. So, da habe ich jetzt wieder viel zu viele lange Strecken, die ich dann nicht mehr überwinden kann. Also mal gucken, wenn ich die Elemente jetzt erstmal nur mit sich selbst kombiniere und dann die Übergänge versuche hinzubekommen. Also in dem Moment, wo ich hier die Zweierlinie habe, komme ich da schon letztlich nicht mehr dran vorbei. Mal schauen, wenn sie sich gegenseitig sozusagen die Vorlage geben. Das ist jetzt natürlich schon wieder das Problem, dass sobald ich die da hochmache, habe ich zwei Höhen. Teile und die kann ich mit keiner von den Stufen wieder überwinden. Also so auch nicht. Dann probieren wir es mal gegenüber. Okay, die müssen auf jeden Fall verlacht bleiben.
dass dort keine Überstände entstehen. Ja, wahrscheinlich ist es gut, die wirklich von innen heraus aufzufüllen. Ja, passt. So, jetzt wieder gleiches Prinzip, gleiches Problem. Das heißt, ich habe eine ganze Reihe von den Z-Bausteinen, die aber mal wieder entgegengesetzt sind. Das heißt, von der einen Richtung, dann der Übergang auf die andere Seite, der so nicht hinzubekommen ist, aber der im Endeffekt, wenn ich den von der Seite starte, klappt. So. Und jetzt ist wieder das nette Phänomen, dass das alles zusammenpasst. Sehr schön. So, ich glaube, das ist jetzt schon das letzte Level. Okay, ich muss da ein bisschen mehr mit den Ecken arbeiten. Ja, wenn die jetzt genau andersrum wären, dann wäre es jetzt schon gelöst. Dann gucken wir doch mal die beiden da rein und die beiden da rein. So, also noch ein Secret-Relikt. Das heißt, das waren jetzt die B. Also für die B bin ich jetzt schon etwas schneller gewesen als mit den A. Und naja, dann nochmal auf zur letzten Runde. Dann habe ich es ja im Endeffekt gleich durchgespielt. Und ja, mal sehen, wie lang insgesamt... Ihr werdet ja sehen, wie lang das Video insgesamt ist, bis die Komplettlösung letztlich für alle Elemente hier drin ist. Gut, die sind sozusagen jetzt schon fast Standard. Jetzt wahrscheinlich wieder alles nur in Vierer-Kombos aufzulösen. Ne, jetzt werden die Puzzle auch wieder ein bisschen größer. So. Genau. Das ist doch schon ziemlich nah dran. Das ist nur noch der Teil einmal verkehrt herum. Und schon passt er. Das wäre doch jetzt schon optimal. Jetzt müsste das Teil nur genau andersherum da liegen. So. Passt das, wenn ich den so rumsetze? Ja. Einfach einmal gedreht und schon passt es zusammen. Oh, wie herrlich. So. Dann habe ich einmal eine reguläre Kombo. Und die passen jetzt wieder so nicht direkt zusammen. Das heißt, wieder die Kombination, dass die einmal um sich selbst verschoben sind. Nee, das ist wieder die Sache, die müssen so irgendwie in dieser Kette liegen. Also, dass die im Endeffekt sich gegenseitig zwar zuzuordnen sind, aber nicht. Alles zusammenkommt. Okay, nochmal anordnen. Also die Übergänge, das wäre das, wenn ich die direkt einschließe. Dann könnte ich hier drei nebeneinander setzen, aber da das hier nicht die gleichen sind, sind sie sozusagen gegeneinander versetzt. Und damit ich drei unterbekomme, müssen die Teile irgendwie anders angeordnet werden. Jetzt passt es, genau. Also da ist die Dreier-Kombo. Uiuiui. Okay, alles die gleichen. Das Problem ist im Endeffekt nur, dass das letzte kein Quadrat ist. Also, das wäre sozusagen das Einfachste. Jetzt muss das Ganze wieder aufgelöst werden und so zusammengefügt werden. Moment, das sind alles die gleichen.
Das heißt, ich kann hier hinten einen draufsetzen und habe dann genau diese sozusagen Art dieses Schachbrettmuster. Also beziehungsweise dieses Parkettmuster, was dann diese Aufteilung ergibt. Aber das alles mit den gleichen ist ein bisschen schwieriger. Also beides reinsetzen. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, das Ding in die Mitte zu setzen. Und ja, genau. Also einmal dort in der Mitte und dann passt es. So. Gleich wieder mit einer ganzen Reihe von Ecken. Also von diesen Z-Stücken. Okay, das wäre zwar jetzt ganz nett, aber mit Z-Stücken bekomme ich kein rechteckiges Stück voll. So, dann also wieder Z-Längen bauen. So, das geht wieder nicht auf. Also wieder ein Wechsel, damit ich damit um die Ecke komme. Dann wieder Wechsel. So, da hätte ich jetzt den noch anzubieten und den da. Okay, und jetzt fehlt nicht viel. Wahrscheinlich hier wieder, um den inneren Kreis zu schließen. Hier das Teil rein, genau. Das heißt, fast ist es nur noch die Schwierigkeit, dass der da nicht zusammenpasst. Aber jetzt einmal getauscht und durch das Blaue sind wir durch. Okay, wieder zu grün. So, einmal dort und zweimal dort. Also sowohl ein Z unterbringen mit Hilfe dieser Blöcke als auch. Ja. Nee. Okay, noch einmal drehen. Das sind beides mal die gleichen. Das heißt, wenn ich das jetzt genau andersrum anordne, geht es dann auf. So rum natürlich nicht. Ja, jetzt passt es. So. Hier wieder die Übergänge. Und einmal ringsrum. Und dann sollte das schon zusammenpassen, noch nicht ganz. So, dann das Ganze nochmal ein bisschen gedreht. Mal schauen, ob das aufgeht. Nee, das hat sich jetzt nicht verändert. Okay, was muss dann anders gedreht werden? Das anders drehen nützt mir nichts. So, dann fangen wir nochmal so an. Hier mit dem, dort mit dem und dann schließen wir das ab. So. Okay, das ist einfach. Okay, also ich habe zwei Rechtecke, die irgendwie untergebracht werden wollen. Und jetzt wäre die Frage, ob ich aus denen hier einfach das zusammen, na, mit den Dreiern kann ich so ein Ding gar nicht schnitzen. Ist die Frage, ob ich jetzt mit dem Block eher anfange. Weil das Problem entsteht ja schon, wenn hier, ja, wenn ich solche Treppen habe, die natürlich dann mit den geraden Teilen nicht mehr aufgehoben werden können. Das heißt, diese Teile müssen als solche bereits eigentlich wieder einen vernünftigen Abschluss ergeben, so wie jetzt zum Beispiel. Und dann müsste das Ganze jetzt nur noch zusammenpassen. Wobei es unwahrscheinlich ist, dass die Dinger einfach so nebeneinander liegen, weil wahrscheinlich sind die wieder kreuz und quer hier auf dem Spielbrett verteilt, damit es eine möglichst nicht zu einfache Lösung ist.
So, mal gucken, ob sich hier jetzt die Elemente unterbringen lassen. Nee, so lassen sie sich auf jeden Fall nicht unterbringen. So, da ich jetzt aber keinerlei Stufenmöglichkeiten mehr habe, müssen die direkt zusammenkommen. Das passt doch schon fast. Jetzt habe ich sogar mehr, einen Kasten mehr, als ich eigentlich haben wollte. Okay, jetzt sind sie noch spiegelverkehrt. So, wie müsste ich das jetzt drehen? Jetzt ist die Ecke da oben. Immer solche Fast-Momente, wo es scheinbar abgeschlossen ist und dann aber doch noch nicht aufgeht. Wäre aber auch schade, wenn die jetzt zu leicht geworden wären. Hey, jetzt hat's geklappt. So, jetzt wieder hier einfach nur stufenweise aufbauen oder ist es komplizierter? Okay, so, jetzt noch eine kleine Anordnung verändern. Hoffe ich jedenfalls, dass es nur eine kleine ist, damit das Ganze alles an seinen Platz kommt. Okay, jetzt ist der noch verkehrt rum. Also, was muss jetzt wieder gedreht werden, damit sich letztlich dieses Element umdrehen lässt? So, jetzt passt es. Ja, das war einfach. Beziehungsweise habe ich einfach schon mal gesehen, wie es funktioniert. Oder eher zufällig gefunden, je nachdem. So, hier sieht es auch wieder so aus, als würde der Block dann in die Mitte kommen und alles ringsherum wird einfach sozusagen nach Muster zusammengebaut. So, dann ist das Orange war, glaube ich, die vorletzte. So, hier wieder alles gerade abschließen, damit gute Aussichten sind, das Ganze zusammenzubringen. Nee, so funktioniert es nicht. Ich muss ja für die dann wieder sozusagen über Ecke liegen. Weil mit den Geraden kann ich da... Ja, so passt es. Sehr schön. So, hier gibt es jetzt wieder eine Beschneidung. Jetzt wieder die Frage ist, wie man die am besten glättet, aber das ist jetzt schon geklärt. So, und passt hier zusammen? Ja. So, gleich wieder hier die nächste Umrundung. In Form irgendwelcher... Nee, das passt so nicht, weil solche Stufen kann ich dann nicht mehr abbauen. So, passt es schon eher. So, mal gucken, wann hier jetzt der Stopp sozusagen kommt, weil es dann nicht mehr ganz so perfekt sofort funktioniert. Ja, das funktioniert mit so einer Ecke natürlich nicht. Ja, wie setze ich die Ecke unter, dass sie trotzdem noch einen Vierer und eine Linie Platz gibt? Weil die muss sowieso irgendwo entweder rechts oder links. Dabei ist es ziemlich egal, ob die... Jawohl. So kann ich natürlich noch ganz andere Muster zusammensetzen und
das Ganze dann einmal nach oben verschieben. So, also ich setze das jetzt nach oben, mache hier die Figur hin. Nee, das passt nicht. Okay, also was muss jetzt andersrum, damit letztlich die Elemente zusammenfallen? Okay, so will es auf jeden Fall jetzt erstmal noch nicht. Ah ja, einfach bloß eins weiter nach unten setzen, ganz einfach. So, die Dinge müssen möglichst flach bleiben. So, also eher seitlich. Und genau, das heißt für beide gilt hier das gleiche Muster. So, jetzt muss wieder etwas gedreht werden, damit ich letztlich hier in der Lage bin, das passende Teil einzusetzen. Okay, dann probiere ich das mal, die Teile irgendwie in die Ecken zu setzen und von da aus alles zu füllen. Geht auch fast, aber nur eine Ecke passt da nicht richtig rein. Dann wäre es jetzt möglich, das Ganze so... Ja, an sich schon mal nicht schlecht. Jetzt ist nur noch die Frage, was getauscht werden muss. So, dann kann ich gleich den damit reinsetzen. Und das sieht doch perfekt aus. Okay, jetzt haben wir wieder das kleine Spielchen, dass hier was gedreht werden muss, damit der Würfel untergebracht werden kann. Zack. So, dann haben wir jetzt Rot. Ich denke, das ist jetzt der letzte Block. Ich bin jetzt bei 2 Stunden 54. Dann ist die auf, also dann bin ich sozusagen fast mit dem Spiel durch und es hat mit einer Aufnahme geklappt, das Minispiel sozusagen vollständig zu lösen. Also noch bin ich ja nicht durch, sollte ich nicht zu früh annehmen, dass das sozusagen alles jetzt problemlos durchgeht, weil da geht schon los. Mich wieder konzentrieren auf das, was jetzt hier ist und nicht sozusagen schon Dinge vorwegnehmen, die noch gar nicht gelöst sind. Aber jetzt haben wir schon. Das ist ja schön. Also den Block. Und jetzt ist die Frage, warum ist es jetzt so schwierig, die ganzen Teile da unterzubekommen? Natürlich, weil in der Mitte jetzt sozusagen ein Vierer rein müsste. Also muss das Ganze in irgendeiner Form verschoben werden. Ja, so passt es. Okay, hier ist jetzt auch wieder eine so eine nette Überleitung, aber es müsste, glaube ich, mit zwei von den Dingern, genau, einfach aufgehen. So, jetzt sind es gleich wieder zwei davon. So rum, dann wieder dort, dort, Linie und verkehrt rum. So, was tausche ich jetzt? Einmal den dort nach drüben. Das dort getauscht, das getauscht und schon passt es. So. Da soll jetzt nachher wieder ein Viererblock rein. Mal gucken, ob ich den einfach da reinsetzen kann. Da kommt noch einer. Und ja, jetzt wäre natürlich ein langer Block gut. So, jetzt haben wir wieder das Phänomen, dass hier eins getauscht werden müsste. Und zwar, wie lässt sich das am geschicktesten tauschen, indem ich einen Viererblock verschiebe. So. Ja.
ja, manchmal passt es auch einfach, direkt die Dinger reinzustapeln und es geht auf. So. Jetzt hier natürlich. Okay, so kann es natürlich nicht aufgehen, weil so kann ich ganz sicher nicht die ganzen Teile unterbringen. Also, nochmal von vorne. Das heißt, in Kombination diese Elemente irgendwie unterzubringen. So wird es nichts werden. Ja, so kommt es dann ringsrum. Ist dann wieder ein schönes Muster. So, letztes sind die ästhetischen Muster am leichtesten, weil man dann doch einfach nur das eine Element spiegeln muss. Mal gucken, ob es hier einfach so aufgeht. Oder eben auch nicht. So. Jetzt kann ich natürlich nicht das Teil so aufmachen. Aber das müsste sich jetzt umgestalten lassen. Also wieder mit den Z-Stücken anfangen. Wie vom Anfang gewohnt. So, dann kann ich dort oben was reinsetzen. Kann das abschließen. So, und habe jetzt nur noch das Problem, den sozusagen gerade zu bekommen. Oder beziehungsweise, ja, dort eine Stelle zu finden, wie ich dann und Viererblock unterbekommen. So geht's. Was, das war's schon? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die. Okay, 40 Minuten. Also immerhin von 60 Minuten beim ersten Block über 54 Minuten, 41 Minuten. Ja, und das war's dann, soweit ich das in dem Spiel entnehmen kann. Gibt's keine weitere. Ja, gibt es keine weitere Level, die jetzt noch zu lösen wären. Mal schauen. Also beim ersten Mal sind im Endeffekt bei dem Level, wo ich am schwierigsten war, und bei dem hier, wo sozusagen fast, also ja, die Hälfte der Zeit draufgegangen ist. Hier, wo ist hier der Ausreißer? Also auch wieder hier in Gelb. Also Gelb ist sozusagen die Schwierigkeit gewesen. Hier nochmal mit 5 Minuten und hier auch mit 5 Minuten. Ja, und bei C, hier, einmal hier mit 15 Minuten, war sozusagen das Level, was am schwierigsten oder wo ich am längsten gebraucht habe letztlich, um die Lösung zu finden. Ja, also soweit für heute, das Spiel zu The Talos Principle, das Minigame dazu, und ja, ich wünsche viel Spaß beim selber Knobeln und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!